Ja, einen wunderschönen guten Tag an alle Teilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Webinar Non-Farm Payrolls Live Trading mit Dirk Hilger. Ja. Bevor wir beginnen, möchte ich Sie kurz auf die Risikohinweise, möchte ich da kurz drauf eingehen. Und zwar, das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen und die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. Ja? Ja, Dirk, du bist ja bereit. Ich bin soweit eigentlich bereit, ja. Gut, dann übergebe ich. Ja, okay. Für Fragen bleibe ich natürlich online, ne? Also wenn was Ja, ist. bleib da. Du musst mir Händchen halten, Ja? ne? Ja, klar, mache ich, mache ich, mache ich, mache ich. Ja, weil wenn der Markt läuft, wie ich das will, dann kriege ich immer Angst und brauche guten Zuspruch. Okay, ich Ja. übergebe. Viel Spaß an alle Teilnehmer. So. So, da sollten wir auf Knopfdruck sein, ne? So, Tag, hallo und herzlich willkommen hier heute zum NFP Live Trading mit FX Flat, beziehungsweise mit mir, veranstaltet von FX Flat. Heute macht es mal der Wolfgang vom Support, normalerweise der Nelson, aber ich glaube, der ist in Urlaub, ne? Wolfgang, der ist heute irgendwie nicht am Start, den habe ich nämlich vorhin geschrieben, als vorhin mal kurz der Urlaub, Daumen. Urlaub ist gut. Er muss sich um sein Kind kümmern. Er hat Elternzeit. Okay, das ist alles andere als Urlaub. Das stimmt wohl. Das klingt nach Stressur. Nein, Nee, nein. Glaub, ich okay. glaube, ich glaub, er macht das gerne. Also alles gut. Ja, ist ja wieder gut, was los hier sehe ich. Ich schätze mal, dass der eine oder andere auch irgendwie gleich noch reinkommt. Ihr könnt natürlich auch gerne mal Hallo sagen. Da sehe ich natürlich, wer da ist und ob ich mich dann freuen soll oder nicht. Nein, Quatsch, ich freue mich natürlich über alle. Und man kann natürlich auch zwischendurch Fragen stellen, so mitten im Trade wird natürlich immer ein bisschen schwierig, ne, weil, also falls ich jetzt überhaupt hier einen neuen aufmache, weil ich komme eher halt mit zwei bestehenden da rein, wobei die auch schon ziemlich knapp sind, ich jetzt gleich mal gucken muss, was ich da überhaupt mache, weil ich habe schon so eine Idee, was der DAO insbesondere davor hat, jetzt gleich zu den NFPs in 10 Minuten. Das Bild ist eigentlich, aber ich switch gleich rüber, machen wir eins nach dem anderen. Aber ganz wichtig, was der Wolfgang auch schon gesagt hat, ne, ist natürlich alles keine Empfehlung, auch wenn ich mich da irgendwie oft weit aus dem Fenster lehne und mich auch gerne festlege und jetzt nicht so der Typ bin, der irgendwie sagt, ja, könnte dies, könnte jenes, keine Ahnung, aber Hauptsache, ich habe recht zum Schluss, darum geht es ja nicht, sondern es geht ja darum, den Markt halt einzuschätzen. Und so ein bisschen ist die. Also die Hauptparty von der Geschichte ist eigentlich halt gestern gelaufen. Und was wir heute jetzt halt noch kriegen, und da muss man sich halt so ein bisschen drauf einstellen, ne, das ist natürlich die Nachzügler. Und grundsätzlich will man ja irgendwie als großer Marktteilnehmer eigentlich am liebsten keinen dabei haben, beziehungsweise natürlich seine Position so gut es geht einzudecken. Und das heißt, auch wenn hier für meine Begriffe eigentlich die Richtung klar ist, kann das trotzdem gleich noch ziemlich übel werden. Aber ich gehe jetzt mal rüber aufs Bild, damit man auch mal weiß, wovon ich rede und schalte jetzt einfach mal um. Ich habe übrigens einen neuen Stuhl, der rutscht jetzt auch nicht mehr runter. Hatte ich den am Dienstag schon, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall der Effekt, dass ich hier unten im Bild, da unten bin ich ja, dann halt so einfach nach unten versinke, den gibt es jetzt nicht mehr. Special-Effekt, lange eingeprobt und der ist jetzt Geschichte. So, ich gehe jetzt aber zuallererst mal auf den. Machen wir erstmal den DAX oder DAO. Mal gucken, ich gebe mal, guck mal schnell mal den DAO an, weil der dürfte eigentlich am ärgsten gleich reagieren. Den habe ich mir oben vorhin short eingetütet. Das ist natürlich jetzt nicht wirklich relevant. Es zählt immer nur das, was man halt in Echtzeit macht. Ansonsten kann man ja immer viel erzählen, was man irgendwie angeblich gemacht hat und was nicht. Ne? So, aber vielleicht den Grund dafür. Ich habe halt vorhin in der Gruppe, ich weiß jetzt nicht, wer dabei gewesen ist. Und habe ich ja gesagt, hier bei 500 Short funktioniert nicht, dann halt Long und über 600 gehe ich raus. So, das hier ist natürlich jetzt generell erstmal, ich mache jetzt erstmal hier den mittelfristigen, nämlich den H1, damit man überhaupt mal weiß, was da los ist. Die runden Marken mache ich mal weg, weil die sind
sowieso egal. Das ist ja eigentlich immer nur so ein bisschen zur Orientierung. Also, grundsätzlich, was wir hier natürlich ganz eindeutig haben, das ist eine Umkehr, eine Trendumkehr im H1. So, und das heißt, unser Trend ist eigentlich relativ klar short. Das heißt jetzt aber nicht, dass der jetzt hier seit der 600 jetzt einfach nur noch da unten ins Loch fallen muss. Das kann natürlich alles ganz anders kommen. Hier oben die 765, da fehlt mir halt eigentlich auch so ein. Also was heißt, es fehlt? Es fehlt nicht, ne? Aber womit man einfach rechnen muss, selbst wenn der halt heute jetzt weiter short geht und jetzt hier womöglich halt auch wirklich eine größere Shortwelle irgendwie kommen kann, muss man trotzdem mal damit rechnen, dass das nicht eben halt linear läuft, ne? Und so, da wäre so das ärgste Szenario, falls wir das jetzt kriegen sollten zu den NFPs, ne, dass wir halt vielleicht einen kleinen Spritzer runter machen und dann halt aber wirklich hier nochmal irgendwo da hochlaufen, im schlimmsten Fall sogar bis da oben hin, das Ganze nochmal antesten und dann entsprechend erst nochmal runter. Also das kann halt passieren, ne? Damit muss man halt einfach, wenn man jetzt hier sagt, okay, ich bin short, ich bleibe short, damit wäre im schlimmsten Fall zu rechnen. Also wie gesagt, der schlimmste Fall wäre eigentlich so der. Was ich aber nicht glaube, ist, dass wir halt hier einfach nach oben laufen und dann oben rausziehen. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Warum, weshalb, wieso, das zeige ich halt gleich noch und auch jetzt erstmal kurz auf die erste Bewegung, die wir jetzt möglicherweise kriegen, ist halt wahrscheinlich jetzt die, dass wir hier noch einen Dip runtersetzen. Hier als Beispiel auf die 813, also ein bisschen deutlicher hier in dieses Cluster halt rein. Und dass wir dann womöglich halt einen Ausbruch, Fehlausbruch oder wie auch immer in die andere Richtung kriegen. Wäre mir natürlich für meinen Short, den ich hier auch noch drin habe, jetzt natürlich nicht ganz unrecht. Das ist halt auch klar. Aber genauso gut kann es halt eben auch so laufen, dass wir einmal da oben drüber schießen, also wo jetzt hier gerade mein Stop liegt, und dann halt entsprechend dann nach unten wegbrechen. Kann genauso gut sein, ne? Also, das heißt, ich gehe aber diesmal tatsächlich davon aus, dass die erste Richtung die falsche ist. Also normalerweise halte ich das ja nicht unbedingt für den richtigen Ansatz, aber weil wir halt hier in so einem Cluster da oben drin hängen, macht es diesmal eigentlich schon Sinn, ne? Und weil halt einfach jetzt auch die Richtung noch nicht so klar ist, also zumindest jetzt hier nicht im kurzfristigen. So, mal kurz hier auf den Leon einzugehen, der beschwert sich darüber, dass er keine Antwort bekommt. Also hier ist nur die Frage, lieber Leon, bekommt man nie eine Antwort und dann steht unten Hallo. Ich sehe gar keine Frage, die ich beantworten könnte. So, aber das nur mal am Rande. Also wie gesagt, wenn eine konkrete Frage da ist zu dem, was ich sage, natürlich jederzeit gerne. Wie gesagt, nachhandeln ist immer so eine Nummer, auch wenn es die letzten Male wirklich ja immer schick aufgegangen ist, alles, die ganzen letzten Monate ja. Eigentlich heißt es natürlich nicht, dass es heute dann irgendwie nochmal genauso sein muss, ne? Also wie gesagt, das ist halt so das grobe Szenario, was ich jetzt halt erstmal hier kurzfristig hätte. Auch jetzt, wenn der hier drüber geht, dann rechne ich schon fast damit, dass der halt den ersten Fehlausbruch nach oben macht und wir dann halt nach unten fallen, ne? Deswegen muss ich mich jetzt hier auch gar nicht unbedingt ausstoppen lassen. Aber wie gesagt, ich gucke mir das noch kurz an. Einen Teil habe ich auch hier schon raus, von daher ist es jetzt nicht mehr so tragisch. Aber ein bisschen tiefer wäre natürlich auch nicht so schlecht gewesen. Dann jetzt auch mal kurzfristig auf den DAX. Also falls jetzt jemand auch irgendwie kurzfristig da halt irgendwie einen Trade machen möchte. Im DAX ist es natürlich, da habe ich auch noch eine Teilposition noch auf. Da hatte ich eigentlich gestern die 400 und was waren das, 20, 22 geschortet und hat das auch noch beschrieben. Ja, und dann auch noch die 370 da oben. Das hat alles eigentlich super gepasst. Leider habe ich den Short vorhin versehentlich zugemacht und muss den jetzt hier nochmal neu aufmachen. Aber wie gesagt, auch hier bin ich schon mit einem Teil raus. Also jetzt hier aufmachen würde ich nicht wollen. Und das ist natürlich auch der Sinn, warum ich es gemacht habe, weil ich natürlich dann sage, okay, ich muss, wenn wir irgendwie schon gerade wie jetzt hier echt an so einem Entscheidungspunkt hängen, da muss ich nicht unbedingt einen Trade eingehen. Das ist halt viel zu risky. Auch kann der mich hier oben raushauen. Alles gut, alles kein Problem. Aber dann ist es auf jeden Fall halt im Plus. Das Problem hier vom, was der DAX jetzt hier halt hat, wieso bin ich da oben auf dem M1? Das ist natürlich Quatsch. So, da muss natürlich der H1 hin. Also,
Der hängt halt hier. Die Orangene hat jetzt erstmal nichts zu sagen. Das ist aber eine Linie, die könnt ihr alle sehen, wenn ihr das Live-Chart-Add-on drin habt. Das ist auch jetzt im Moment also für das Webinar halt frei. Auch die H1-Linien sind für das Webinar freigegeben. Also auch ohne Lizenz kann man das auf jeden Fall alles sehen. Einfach nur das Add-on draufziehen und dann hier auf den M5 wechseln, in dem ich gerade bin. Und dann sieht man halt nur zur Kontrolle jetzt diese violettfarbene Linie. Ich musste nur eine Linie hinmachen, damit er überhaupt da halt irgendwas anzeigt. So, eigentlich Entscheidungspunkt ist aber da unten die 9, 8, 9, 7, ja, die Ecke hier halt. So, jetzt habe ich mein Live-Chart hier. Ah, nee, das ist doch so. Da ist die eigentlich halt richtig, ne? Sieht man natürlich jetzt hier nicht im. Doch, live geht auch ohne gültige Lizenz. Also zumindest mal halt hier diese freigegebene, ne? Im M5 schreibt nämlich gerade hier der Ralf. So, noch 3 Minuten. Ich versuche das hier gerade so ein bisschen zu raffen. Ich gehe natürlich nachher nochmal im Detail dann auf alles ein. Warum die 987? Die haben wir schon ganz oft thematisiert hier. Ich glaube sogar im letzten NFP-Webinar. Ich glaube, da waren es 3,50 Euro, was rausgekommen sind. Waren aber dann irgendwie 18 Punkte oder sowas. Und ich habe nur zu lange gequatscht und zu spät reagiert. Trotzdem hat es gestimmt. War aber dann natürlich nicht so der Burner. Okay, sieht man jetzt auch im H1 nicht, sondern eher halt im D1. Das ist halt letzten Endes eine Paritätsumkehr, beziehungsweise stimmt nicht. Das war ein Außenstab im D1, ein Short-Außenstab, der halt gekauft worden ist. Da hat er mehrfach drauf aufgesetzt und versucht, den zu halten. Und das ist halt leider genauso der Punkt, um den er sich jetzt halt hier so ein bisschen drumherum windet. Ne? So, und das heißt, generell ist es halt aber auch ein Trigger für mich jetzt im H1. Das heißt, schließen wir da drunter im H1, bedeutet es das eigentlich, dass wir auch die nächste drunter schließen. So, sagt mir jetzt halt aber leider nicht, und deswegen habe ich den Stop auch schon ein bisschen höher gezogen, wie hoch wir da reagieren. Laufen wir tatsächlich nochmal bis ganz da oben hin? Oder kommen wir jetzt halt direkt runter? Ich habe wirklich die Uhr im Auge, weil ich keine Lust habe, mich jetzt hier irgendwie mit einem Gap oder irgendwas ausstoppen zu lassen, weil die Gefahr besteht natürlich immer. Und deswegen gucke ich da gleich ziemlich genau hin, was da halt passiert. Aber generell auch hier, ne, Tendenz eigentlich runter, aber er kann natürlich nichtsdestotrotz nochmal hochsqueezen. Ich hätte heute Morgen auch damit gerechnet, dass wir hier die 12.160 sogar sehen. War auch hier ein Stück weit long, kam aber nicht weit und hat dann auf Short gedreht. So, und der hängt jetzt halt hier wieder fest. 13.000 ist so ein bisschen anstrengend im DAX. Sehe ich wahrscheinlich nicht genauso, nicht als einziger so. Ich mir auch denke, so irgendwann ist doch auch mal gut irgendwie. Ne? Also ich meine, ich handle jetzt die runde Marke selbst natürlich nicht. Weil ich halt auch immer sage, so Finger weg von runden Marken. Das machen nur die, traden nur die Wahnsinnigen. Weil es halt einfach mal die reinste Psychoabteilung ist. Ne? Das sieht man jetzt ja hier halt auch wieder. So, dann gucken wir mal. Noch ein paar Sekunden. Wie gesagt, sollte er direkt irgendwie hochgehen, würde ich wahrscheinlich dann zumachen. So, das war nur ein kleiner Spritzer. Was sagt der DAU dazu? Ja, ziemlich knapp, ja, aber gut, ist okay. Also erste Bewegung hoch. Ich gehe wirklich davon aus. Der ist auch zu, alles gut. Na, wo ich gerade gesagt habe, wahrscheinlich geht er genau da hin und zieht dann runter. Ja, genau den Effekt haben wir jetzt halt. Genau das war der Punkt. Ich habe es schon echt gerochen. Aber gut, mal gucken, ob er da oben noch irgendwas reißen kann. Wenn nicht, würde ich da halt mal versuchen mit einer kleine Position nochmal dagegen zu halten. Ja, ist ein bisschen schnell, ne, der Markt. Er ist so ein bisschen schnell. Aber es ist echt, das ist natürlich jetzt echt ein Ding, ne? Ich habe, wo ich gerade gesagt habe, genau dort, wo mein Stop liegt, dort lag er ja vorhin, genau dort. Das ist natürlich echt ärgerlich. Weil ich halt, wie gesagt, schon davon ausgehe, dass halt jetzt in diesem Fall wirklich die erste Bewegung halt die falsche ist. Und dass wir jetzt halt auch nochmal ein deutliches Tief machen und dann zumindest mal unter die 313 ziehen. Das ärgert mich jetzt natürlich, ne? Mann, Mann, Mann.
Aber gut, wenigstens hat es gestimmt, was ich gesagt habe. Vielleicht ist das ja auch was wert. So, ich würde den hier einfach einskalieren, komm. Also, ich bin hier mit maximal 10 Kontrakten unterwegs, deswegen jetzt hier bitte nicht einfach auf den Knopf drücken. Na, ich kann das halt völlig stressfrei auch bis da oben hin durchskalieren. Ist dann eigentlich jetzt eher nur exemplarisch zu verstehen und nicht jetzt irgendwie als absolute Position an einer Stelle. So ist es definitiv nicht gemeint. Ne? Das sieht man auch, es geht ja auch irgendwie, das ist schon sehr volatil, die ganze Nummer. Aber es ist okay. Ja, das wäre eine schicke Bewegung gewesen. Ne? 100 Punkte. Naja, hätte Fahrradkette. So, und hier würde ich dann auch meine zweite reinmachen. Ne, also wie gesagt, bitte nicht nachmachen. Ich glaube, man hat ja auch gesehen, mit wie viel ich die vorhin zugemacht habe. Und selbst wenn er jetzt nach oben durchrauschen würde, egal. Ne? Also jetzt hier für mein Ergebnis. Weil ich habe ja auch gesagt, wenn das übertreibt, ne, also der insbesondere natürlich der DAU, so, jetzt oben einmal am POC. Wenn der es übertreibt, dann macht er uns der 765 da oben voll. Ne? Das heißt, es sind noch 250 Punkte aufwärts. Das kann passieren. Sollte man zumindest mal irgendwie nicht außer Acht lassen. Ja, möglich ist es. So, was haben wir? 33. Ich würde halt schon noch versuchen, den irgendwo einzufangen. Den würde ich dann halt mal ganz klein machen hier. Aber darf sich natürlich jetzt nicht zu arg da oben halten. Wobei das natürlich jetzt halt auch hier, was er jetzt da gemacht hat, einmal der Spritzer da nach unten und dann halt direkt hoch, ist natürlich auch nicht ganz undeutlich. Ne? Heißt ja nichts anderes als da unten verkaufen wir erstmal nicht. So, ich mache mal hier ein bisschen kleiner. So, was man halt natürlich sieht hier, das ist oben die Geschichte, ne? Hier diesen Hut, nennen wir es mal, an der Stelle, wo wir halt eine Umkehr im kleinen Timeframe da ja auch haben. So, das heißt, das wäre, also da sollten wir auf jeden Fall eine Reaktion kriegen, wenn er dahin läuft. Was sollte eigentlich kommen? Würde mich doch ein bisschen wundern, wenn nicht. Also ob er jetzt dahin läuft, steht natürlich auf dem anderen Blatt, aber wenn, da will ich auf jeden Fall dagegen halten erstmal. Also was ich natürlich jetzt hier, was ich eigentlich short auflösen müsste, das ist halt die Stundenkerze. Das heißt, die hat natürlich noch 25 Minuten. Von daher bin ich da jetzt erstmal auch relativ entspannt. Wenn wir noch eine Zeit lang da oben halt an der Decke, also an der heutigen Tagesdecke sozusagen halt kleben, das ist völlig in Ordnung, weil auflösen muss ich nur zum Schluss. Der Rest ist halt wirklich egal. Wie gesagt, ob wir das jetzt dann wirklich auch noch sehen, schauen wir mal. Da schauen wir doch mal. Kann man gucken, wo der. Ja, okay. So, DAX klebt halt hier auch einfach nur, ne, was hat hier orange ist. Ich hoffe, man kann das alles erkennen. Das hier ist jetzt der M15. Ich habe hier den M5 auf. Ich habe das hier nur in einem zweiten DAX-Fenster übrigens gemacht, damit ich halt. Also hier eine Position habe, die halt ein bisschen größer ist zum Laufen lassen und hier zum Skypen. Das könnte man natürlich auch mit unterschiedlichen Strategien machen. Ich habe es halt hier einmal mit dem DE30 und dann ansonsten hier mit dem DE30 Mini für die ganz kurzfristigen. Ne? So, also hier, die Zeit haben wir jetzt ja scheinbar gerade. Ne, da würde ich halt jetzt mal davon ausgehen. Das sind übrigens die violetten, die habe ich jetzt, die habe ich eben hier eingezeichnet, nicht im Live-Chart nicht wundern. So, aber da gehe ich halt davon aus, dass wir diese Bewegung
mache es mal ein bisschen breiter. Ich hoffe, ich bin nicht im Bild, beziehungsweise verdeck's nicht. So, ne, weil hier haben wir halt schon, das ist schon relativ deutlich, was da halt oben passiert ist, ne? Und normalerweise sollten News jetzt da auch nichts dran ausrichten und das nicht einfach so nochmal umkehren. Aber auch wenn es jetzt hier zum Beispiel kein echtes Engulfing ist, aber doch fast, wir haben ein höheres Hoch, wir haben tiefer geschlossen und das ist schon so ein bisschen Druck nach unten, kann man halt hier schon erkennen. Und hier ist halt die Fortsetzung davon. Und deswegen gehe ich eigentlich schon davon aus, dass wir diese Kerze dann auch nochmal wiederholen oder zumindest mal, wenn wir jetzt hier oben starten, dass wir da unten irgendwo halt an Anfang laufen. So, ich muss nur mal gucken, hat er jetzt. Ne, hat mich noch nicht gefehlt. Okay. Davon gehe ich halt aus, ne? Also, dass wir da zumindest nochmal runterziehen und dann irgendwie um kurz vor 15 Uhr. Genau, wie sind denn die Zahlen, Wolfgang? Ist da irgendwas dabei? Wahrscheinlich nicht, ne? Das wurde nämlich hier auch gerade gefragt. Wolfgang? Der Wolfgang ist weg. Ich habe keine Ahnung. Da schreibt jemand schlechter als erwartet. Ja, gut, okay. Warum blinkt denn hier alles, wenn ich draufklicke? Ist das denn ein verrücktes? Okay, also Wolfgang ist nicht da, muss ich hier alleine die Störung halten. Also neu geschaffene Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Ja. Das ist halt immer auch die Frage, ne? Ich meine, ich wiederhole es immer, jeder, der hier irgendwie jetzt vielleicht zum ersten Mal dabei ist, der denkt dann vielleicht, hey, wie kann man denn News Trading machen, ohne dass man sich die News anguckt. Ich gucke mir die wirklich nie an. Und weil das halt ja nie was darüber aussagt, was denn jetzt halt tatsächlich wirklich passiert, ne? Und man kann nachher immer alles erklären, warum irgendwas gefallen oder gestiegen ist. Und selbst wenn es dann heißt, naja, die Arbeitsmarktdaten waren schlecht, aber trotzdem ist der Markt gestiegen, weil, keine Ahnung, ja, kann sich immer irgendwas zusammenreimen. Wird ja auch immer ganz schlau so gemacht von den sogenannten Experten, weil ich denen natürlich ihre Kompetenz nicht in Abrede stellen will, aber was ich definitiv in Abrede stelle, ist, dass man daraus irgendwie irgendwas ableiten kann, wohin sich der Markt bewegt. Das kann nicht sein. Wenn es so wäre, dann würde es ja jeder machen. Und da bräuchte man nicht nachzudenken. Nein, ich bin halt immer nur, ich sage halt immer nur, News funktionieren halt einfach so, der Markt bewegt sich schneller und letzten Endes das, was dann halt irgendwie so oder so im Bild ist und halt zum Beispiel halt noch fehlt, ja, wenn halt irgendwelche Levels noch fehlen, die noch nicht gehandelt sind, die kommen halt einfach schneller, ne? Und das ist halt alles. Und das ist, ich habe halt eigentlich noch nie gesehen, dass halt irgendwie das Bild dann mit den News nicht dazu gepasst hat. Und deswegen habe ich da auch überhaupt gar keine Scheu, dann halt auch während den News oder zu den News dann halt eine Position aufzumachen. Und weil, wie gesagt, das ist, passt eh eigentlich immer zusammen. Und hier wurde auch gerade gefragt, so nachher von wegen Short. Ja, generell ja, ne? Ich habe es ja am Anfang erwähnt, wie das Ganze aber trotzdem halt heute laufen könnte, ne? Da muss man sich halt schon möglicherweise ein bisschen warm anziehen. Und damit das halt eben auch letzten Endes wirklich aufgeht. Ich gucke gerade hier nochmal den DAX. Ja, alles gut soweit. So, ich würde dem halt echt Luft geben, sogar bis zum POC darauf und würde den hier einfach durchskalieren. Ups, so viel natürlich nicht. Das ist ein bisschen viel. Da hat hier eine Taste geklemmt. Ne, aber so in dem Bereich, mal gucken, ob er davon noch irgendwas haben will und wenn ja, von mir aus. Okay, so, dann mache ich mal kurz den DAO. Wo sind wir denn? 525. Ich merke mir nur gerade die Kurse, wo halt die Orders liegen, falls sie noch abgeholt werden. Womit ich ja schon eigentlich rechne. Genau, das Bild im Daily wollte ich nämlich mal zeigen, warum ich halt eben auch nicht davon ausgehe, dass wir einfach so da oben durchstarten. Also, dann noch so ein bisschen den größeren Überblick jetzt hier. Also, was man hier sieht, ich habe es genannt, Corona Gap, damit ging die Reise nach Süden los. Das heißt, wir hatten halt hier wirklich zum Auftakt von dem Crash hatten wir halt hier ein Gap und ab da ist halt tatsächlich ja nur noch
nach unten gescheppert alles. So, das Gap hat er geschlossen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, das ist ja auch grundsätzlich immer so meine Devise, ein Gap Close ist nie ein Short-Signal. Ausnahmen bestätigen die Regel. So, und ob das jetzt hier eine wird, sieht schon so ein bisschen danach aus. Also insofern hat nicht Short hauptsächlich Intraday betrachtet, ne? Weil man da halt sieht, da ist halt hier hochgelaufen, Gap geschlossen und so nach dem Motto, ja, da ist es Gap zu, da gehe ich Short, das funktioniert nicht. Und das ist halt in erster Linie mal damit gemeint, wenn ich sage, ein Gap Close ist kein Short-Signal, sondern der läuft da halt einfach weiter, ne? Und hier waren sie dann halt irgendwo um die, keine Ahnung, 250 Punkte oder sowas, was dann halt drüber gelaufen ist. Also solche Ideen sollte man echt nicht kommen, irgendwie so, wir haben das Gap zu und dann gehen wir runter. Fast nie. Auch irgendwie Kassa Gap, Intraday und so weiter, das funktioniert so meistens nicht, sondern dann lieber irgendwie warten oder tatsächlich einfach long durchhandeln. Das geht tatsächlich besser auf. So, was wir hier jetzt aber halt sehen, ist halt Folgendes. Also wir haben halt hier, wenn man nur von den Außenstäben halt ausgeht und dann haben wir hier natürlich, dann war das der letzte Außenstab hier oben und der ist halt hier ganz klar mit einem Engulfing da unten verkauft worden. Ziemlich heftig. So, das Ziel, wo er gestern rausgekommen ist, war noch nicht mal weiter verwunderlich. Ich hatte auch gestern im Block nur den Tageschart und auch nur diese drei Linien, wo man dann halt auch schon recht deutlich sehen konnte, worum es halt eigentlich geht. Und ich habe auch die ganze Zeit schon gesagt, ne, wo der Markt am liebsten hin will, ist da oben an das Gap und auch am liebsten zumachen. So, und was wir halt hier haben, der Paritätswechsel, das ist ja das, was ich halt auch hier schon gefühlte 100 Mal ja auch beschrieben habe. Das ist halt einfach eine Umkehr von Short nach Long. Und das sehen wir halt hier zum Beispiel, das war letztes Jahr im Dezember, da ging das schon los, da haben wir halt hier einen Support gehabt. Ne? So, da kein neues Tief, aber ein ganz deutlicher Support. Dann ist das Ding verkauft worden hier mit dem Corona-Crash. Und was macht er als erstes, wenn er da hinkommt? Siehe da, geht es zuerst mal runter und zwar fast 1000 Punkte waren das halt hier. Und das ist halt ein ganz normales Verhalten, wenn sich die Parität halt entsprechend umkehrt. So, jetzt muss ich mal hier gucken. So, bevor ich da irgendwie. Ja, okay. So, der ist doch drin. Das passt doch erstmal. So, mal gucken, ob es dann auch weiter passt. Auch dem hier gebe ich ein bisschen Luft. 44, die Viertelstunde ist um. Ja, das ist okay. So, wo steht der DAO, der DAX? Auch alles gut. Ist natürlich schon relativ hoch, ne? Aber wie gesagt, es kann natürlich auch trotzdem sein, das habe ich auch vorhin gesagt. Deswegen skaliere ich mich hier auch ganz vorsichtig erstmal ein. Es kann natürlich trotzdem sein, dass der DAO uns durch die Decke abhaut, noch ein neues Hoch macht und dann heute Abend erst runterkommt. Das kann sein. Deswegen bin ich auch hier dann jetzt nicht irgendwie blind mit der ganzen Size da halt irgendwie unterwegs, sondern halt schon vorsichtig und gucke mir das ziemlich genau an, was der hier treibt und was er vorhat. Und im Zweifelsfalle gehe ich da halt auch raus, ne? Also auch mit Minus, auch wenn das nicht schick ist im Webinar und ich auch natürlich alle im Plus abschließen möchte. Aber das heißt nicht, dass es immer funktionieren muss, ne? Und vielleicht ist halt heute so ein Tag, wo es dann halt eben nicht so ist, ja. Und trotzdem finde ich es ja halt auch wichtig, dass man ja auch irgendwie zeigt, okay, wie kann man das machen und wo setzt man dann halt eben auch so seinen Exit, ne? Seine Grenze. So, hier haben wir ja ein bisschen Reaktion, ne? Wenn man da halt auch nicht sicher ist, ist das halt auch ein Punkt. Hätte mir jetzt auch schon irgendwie schon wieder rausgekonnt. Ne? Zwar nur irgendwie mit 10 Punkten plus, aber hätte funktioniert. So. Und auch den hier könnte ich jetzt auch, ein bisschen Luft kann ich ihm schon geben. Ne? Bis da oben hin, bis ganz hoch muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal. Aber halt so bis kurz davor kann man sich das halt schon auch mal angucken. Dann halt muss man natürlich jetzt gleich darauf achten, dass halt wirklich auch Verkäufer in den Markt reinkommen, weil sonst macht es halt keinen Sinn. Ne? Wenn jetzt halt irgendwie diese Struktur, wie wir sie jetzt hier haben, die ganze Zeit so bleibt, dann hat das wirklich keinen Sinn. Ne? Dann sollte man eher wirklich bis heute Abend abwarten, weil wenn ich mir das hier angucke, ne? Also sorry, wenn ich jetzt hier gerade wechsle zwischen der Besprechung im D1 und hier zu dem Trade, aber ich muss natürlich das hier auch so logischerweise im Auge behalten. Ne? Deswegen sehe man mir das bitte nach.
Aber ich gehe gleich nochmal auf den Daily zurück. Ne? So, die Geschichte hier, die kann natürlich wirklich komplett nach oben durchschießen und dann stehen wir halt bei der 765. Und deswegen würde ich auch hier jetzt nicht unbedingt über dem Hoch, weil was der Markt ja gerne macht, ist mal irgendwie schnell ein neues Hoch und dann halt dann doch nochmal runter. Da würde ich hier nicht drauf bauen, echt nicht. Ne? Dann würde ich fast noch eher sagen, dann drehe ich hier oben auf Long, bevor ich da auf die Idee komme. Da halt irgendwie blind dagegen zu halten. Ne? Das ist keine gute Idee, definitiv nicht. Weil das ist, wenn er das macht, dann ist für meine Begriffe eigentlich relativ, also wenn wir jetzt hier nochmal weiterhin neue Hochs machen, dann ist es eigentlich fast klar, dass er die Bewegung wirklich halt hier in ganz kurzer Zeit nach oben durchballert. Und da muss ich nicht irgendwie warten, ob der nochmal zurückkommt. Wir hatten ja eine ähnliche Situation am Dienstag im Live-Trading morgens auch. Da ist ja auch der erste, habe ich gesagt, ich gehe hier raus, weil dann die Chance einfach steigt, dass er als nächstes das und das macht. Ne? Und da war halt auch der erste Trade, war dann halt ein Verlust und der zweite hat es halt dreimal nochmal rausgerissen. Ne? Also das macht dann irgendwie wenig Sinn. Solange man irgendwie den Überblick hat, so wo stehen wir, was sind meine Kriterien, wo sind meine Grenzen, ist das alles kein Problem. Und dann tut es auch nicht weh, auch wenn das immer so ein bisschen stolzverletzend ist, wenn dann halt ein Trade halt eben nicht aufgeht. Aber es ist alles völlig legitim. Ne? Und wie gesagt, auch bei mir, auch ich darf mal was versenken im Live-Trading. Und entscheidend ist dann nur nachher, dass ich natürlich, wenn, das ist ja auch mal so das Ding, ne? Ich weiß, da gibt es ja auch so ominöse Regeln. Verhaltensregeln irgendwie im Trading und so, dass man dann halt irgendwie aufhören soll oder keine Ahnung, finde ich halt falsch, ne? Also weil ich meine, wenn der Markt nachher genau das macht und ich stehe aber dann halt heulend oder beschämt in der Ecke, nutze mir das und dann kann ich ja nicht mehr handeln und dann brauche ich ja nachher nicht sagen, siehst du, ich habe es doch gewusst. Also wenn man dann halt irgendwie einen B-Plan dann halt hat, und der eben genau das halt aussagt, ja, dann warte ich doch, bis der B-Plan dann halt voll ist und mach's doch dann. Und dann spricht da auch gar nichts dagegen. Also erstens mal halt nicht aufzuhören, sondern vor allen Dingen halt auch. Den kann man gucken, ich will jetzt nicht endlos hochziehen, aber den hier brauche ich noch. Nämlich genau da oben die Grenze. Deswegen habe ich den jetzt noch ein bisschen bewegt hier. Die brauche ich schon noch. Ne, das macht halt irgendwie gar keinen Sinn. So, weil dann verpasst man es ja halt wirklich. Ne? Und nur wenn dann halt irgendwie Plan B auch nicht aufgeht und man sich dann halt irgendwann fragt, so, was soll das? Ne? Dann ist der Punkt, wo man eigentlich dann sagen muss, gut, macht keinen Sinn heute. Ne? Klar. Aber solange irgendwie der Markt ja so läuft, wie man es irgendwo noch auf dem Schirm hat, gibt es überhaupt gar kein Problem. So, der Mike fragt, hältst du für möglich, dass 13.329 nochmal kommen? Also den DAX gehe ich gleich noch ein. Also glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wobei, also ich mache den DAX gleich, ne? Also 13.329. Alle, die anwesend hier haben ja sicherlich nicht alle meinen Blog gestern gelesen, aber ich habe da halt so deutlich darauf hingewiesen, auf diese Marke. Und das hat so unfassbar gut gepasst gestern, was dort passiert ist. Und wenn man da aufgepasst hat, konnte man wirklich die ganze Reise rauf und runter im DAX gestern mitnehmen. Und ich gehe aber gleich nochmal auf den Punkt ein. Ich würde jetzt aber erstmal hier kurz gucken, was ich mit dem Trade hier mache. Und ob ich den jetzt drin lasse. Ah, hier habe ich. Mal gucken. Also, es gefällt mir natürlich echt nicht wirklich, ne, was der Dow halt hier treibt. Er kommt zwar jetzt ein bisschen runter, ist aber dann auch die Frage, wohin, ne? Also, jetzt bei so einer Reaktion, also die normale Reaktion wäre jetzt hier eigentlich gewesen runter, weil wir halt hier einfach unter dem letzten Außenstab geschlossen haben. So, aber er will hier unbedingt irgendwie weiter hoch. Dann suche ich mir mal die Grenze von dem letzten Außenstab, das wäre die 473. Das wäre dann auch der Punkt. Wo sind wir denn hier? 473. Das wäre natürlich ja schon fast wieder ein schicker Trade, wenn er das macht. Aber das wäre wirklich so Maximum. Also wenn er überhaupt jetzt irgendwie runterkommt, was ich da halt irgendwie
da versuchen würde. Ich würde aber eher tatsächlich, wenn jetzt hier unter die rote nochmal kommt, beziehungsweise hier unter den kleinen Ausbruch, würde ich anfangen, den Stop sogar schon nachzuziehen. Ne? Weil er muss das nicht machen. Es ist zwar schon plausibel, dass wir da jetzt einmal kurz hinlaufen in den nächsten 10 Minuten, aber muss jetzt nicht unbedingt. Ne? So, hier haben wir halt auch, ne, schon deutlich da oben die Reaktion. Und es kann natürlich auch immer noch alles immer noch komplett nach unten auflösen. Und da es halt noch unentschieden ist, deswegen kommt das auch so ein bisschen mit rein, weil das ist einfach nur, wie gesagt, die Grenze vom letzten Außenstab. Und von daher wäre es schon möglich. Ne? Jörg, Bitte. ich bin wieder online. Ich war leider, bei mir ist das Internet zusammengebrochen. Oh, okay. Deswegen konnte ich auch Fragen, wenn du welche gestellt hast, dir leider nicht beantworten. Sorry. Ja, kein Problem. Okay, gut. Alles gut. Wir sind Okay. zurechtgekommen. Ich habe hier ganz Ja, gehe ich. Gehe ich fleißige mal noch. Mitstreiter bzw. Teilnehmer und die haben das halt auch schon beantwortet. Super, danke dir. Danke an die Teilnehmer. Ja, ne? Find ich auch gut. Okay, so, wir haben jetzt 14:52, also noch 8 Minuten, bis die Stunde fertig ist. Einen kleinen Ruck sollten wir schon noch kriegen da unten. Ja, DAX ist auch noch nicht so begeistert von einfach so nach oben durch die Decke. Mal gucken. Also noch ist es halt offen, aber wenn wir jetzt echt hier nochmal Richtung 12, 13.100 laufen, dann macht es halt keinen Sinn, ne? Also ich glaube, das ist dann wirklich Quatsch, da dann halt irgendwie dran festzuhalten. Hier ist der M15, ist natürlich jetzt auch schön zäh. Ist halt auch klar, aber wir hängen jetzt erstmal sowieso nur am Point of Control da oben fest. Und auch hier, jetzt, wenn man im kleinen Timeframe guckt, sieht man jetzt eigentlich auch nicht wirklich was. Auch im Orderbuch irgendwie nichts zu erkennen, dass jetzt irgendwie eine größere Order irgendwo wäre, die den Markt da halt in Richtung XY schiebt. So, aber genauso wie es die gibt, die hier runter wollen, gibt es natürlich die, die hier hoch wollen. Und das ist auch immer so ein bisschen ein Grund, warum es dann halt mal stehen bleibt, ne? Weil wenn es offensichtlich ist, dass es rauf geht, wer soll es dann noch kaufen? Und wenn es umgekehrt genauso, halt auch, ne? Und deswegen gibt es halt meistens auch irgendwie noch mal kurz eine Fake-Bewegung, bevor dann halt wirklich der Markt sich entscheidet und oft kommt die eben halt kurz vor Schluss. Oh, der DAX ist heute zäh. Das ist wirklich unglaublich. Ich habe den vorhin ja hier oben auch schon mal irgendwie geschortet. Da war ich irgendwie mit, keine Ahnung, 11, 12 Kontrakten da unterwegs. Und habe auch gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Also allein bis er das Ding hier gemacht hat, ne, sieht man ja hier noch 15 Minuten Kerzen. Eine gefühlte Ewigkeit, bis da endlich mal ein Ruck gekommen ist. Und jetzt hängen wir schon wieder an dieser Stelle. Genau an derselben, die mich vorhin schon fast zur Verzweiflung gebracht hat. Und genau da kleben wir schon wieder. Meine Güte. Aber es ist halt auch, ne, wenn man das jetzt so einfach mal vom Trend betrachtet, was soll das, ne? Das ist so, ja, wir machen mal ein neues Hoch und machen mal ein neues Tief und dann rennen wir mal wieder in die Mitte und schon ein bisschen crazy. Also jetzt hier zumindest mal im kleinen Timeframe, also jetzt im M15, klar, wenn man es größer macht, sieht man es natürlich besser. Wie gesagt, ich gehe gleich noch drauf ein, will aber jetzt hier erstmal die Stunde sauber umbringen. Umbringen, sagt man das so? Man bringt die Stunde um, die arme Stunde. Die hat doch nichts getan, kann ich nicht umbringen. Sorry, das fällt mir gerade auf. Heißt das wirklich, man bringt eine Stunde um? Oder rum? Ich weiß es nicht. So, was ist denn jetzt hier? So ein bisschen mehr Bewegung wäre jetzt schon noch cool. So, da kommt er, der Dow. Der alte Pokerspieler. Wie immer, auf den allerletzten Drücker ist er an. So kennt man das. Ne? So, da habe ich ja gesagt, wenn er jetzt da drunter geht, fange ich an, den Stop nachzuziehen.
Wie gesagt, ist jetzt eh keine Riesenposition hier, aber egal. Ne, weil jetzt hat er auch nur noch irgendwie 4 Minuten Zeit, das da unten voll zu machen und keine Ahnung, ob er es macht, aber nicht einfach doch jetzt wieder hochschnippt, zumal wir jetzt hier halt auch ein kleines Cluster haben im 1. Wo ist denn eigentlich mein Trail? 200 Punkte ist ein bisschen viel. Und immer ein bisschen näher. Ne, das wäre so die Größenordnung, wo ich gesagt habe, da würde ich gerne hin. Maximal, wenn wir halt noch so ein Spritzerli darunter kriegen sollten, dann wäre das halt schon für meine Begriffe auch die plausibelste Anlaufstelle. So, gut, brauche ich jetzt nicht irgendwie noch großartig was nachzuziehen, aber ja, da darf jetzt auch nichts mehr kommen, sonst wird das nämlich nichts. Aber einmal hier so ein Stich. Und dann kann man halt mal, dann könnte man natürlich auch theoretisch abwarten, wie die Stunde sich dann halt entwickelt und ob die wirklich dann auch hier drunter schließt, unter diesem Cluster und damit auch eben nochmal unter dem Außenstab oder eben nicht. Ne? Also das kann man natürlich genauso machen, klar. So, aber die andere Variante ist jetzt hier, so 36 Punkte plus mitnehmen, geht natürlich auch. Klar. Keine Frage. So, und man sieht, ne, so eine Kerze, so eine Fortsetzung, wie wir sie halt hier haben, so oben in der Stunde, da geht es halt nicht einfach drüber weg. Ne? Das ist halt, deswegen war ich da halt eigentlich schon recht entspannt, was das jetzt angeht, dass wir da halt, dass wir den schon noch darunter kriegen. Ein paar Meter. So. Aber hier auch, ne, kann man jetzt eigentlich direkt nachziehen. Der muss da nicht mehr hin, dann bleiben wenigstens 10 Punkte im Topf, wenn es jetzt doch nicht funktioniert. So, im DAX haben wir genau das gleiche in Grün. Mal gucken, wo der hin will. Der müsste eigentlich auch nochmal hier auf das Cluster aufsetzen, hier bei die 13.040. Die müssen wir da eigentlich auch nochmal hinkriegen, weil das natürlich jetzt schon alles recht knapp ist vom Timing. Das kann natürlich auch jetzt irgendwie ganz schnell nochmal umdrehen. So, wir haben noch 1 Minute. Wollen wir noch einen runterkriegen? Einer würde mir schon reichen, noch ein kleiner Stich. Noch 45 Sekunden. Ne, weil man sieht es ja halt, der versucht hat jetzt halt natürlich darüber zu schließen. Also über dieser fortgesetzten Abwärtsbewegung. Und ob das gelingt oder nicht, sieht man dann wahrscheinlich irgendwie in den letzten 3 Sekunden oder so. Das ist halt absolut typisch. Speziell für den Dow. Das ist wirklich typisch so. Ich würde den Trailbeginn hier hinsetzen, falls er überhaupt noch dahin kommt. So, 3 Sekunden. Zack. Okay. So, Trail rein. Da kommt der Stich jetzt halt kurz danach. Das ist aber okay. So, und der DAX lässt mich hier hängen. Schön, DAX. Wegen einem Tick. Das ist ja wirklich unglaublich. Aber gut. Dafür ist der hier jetzt erstmal im Plus raus. Wie viele Punkte waren das jetzt? Ja, 30 Punkte. Ist okay. Bisschen mehr als 30 sogar. So, rumbringen, umbringen. Stunde umbringen. Elisabeth, ich versuch's doch nur. Ich erzähle doch keinen Unsinn. Ich versuche hier nur Deutsch zu reden. So, also ich lasse den DAX jetzt mal hier kurz in Ruhe. Das ist natürlich, also, na, Mensch, DAX, wegen einem Tick hier, ich kriege hier noch nicht mal irgendwie die Fortsetzung, das ist ja unglaublich. Der jetzt noch im Minus hier rausgeht, dann bin ich aber echt sauer. So, jetzt mal hier trotzdem kurz zur Skalierung. Ne? Ich meine, das ist ja das, was ich halt auch schon irgendwie ganz oft beschrieben habe in der Gruppe, wo ich dann halt so gesagt habe, dass ich skaliere das Ding, ne?
Und dann sucht man sich halt Punkte aus und man sagt, ja, könnte hier, könnte aber auch hoch, sammelt sich die halt ein. Ich habe es jetzt hier auch nicht progressiv gemacht, also, ne, sondern alles einfach gleiche Positionsgröße. Und hätte jetzt natürlich hier, wenn ich nicht schon wieder so viel gequatscht hätte, ja auch ganz locker einfach mal die Hälfte mal wegnehmen können. Ne? Und dann wäre natürlich mein Risiko schon reduziert gewesen. Aber manchmal bin ich nicht so der Schnelldenker bei den Webinaren, weil ich immer irgendwie viele Sachen gleichzeitig machen muss. Aber grundsätzlich geht das. Ne? Aber ich mal kurz gucken hier im H1, wie der so aussieht. Der könnte schon auch nochmal hier nochmal einmal kurz ein neues Tief machen. Das wäre jetzt nicht so wahnsinnig unplausibel. Und dann würde ich dann halt, wenn er das jetzt macht als Beispiel, na, dann würde ich halt hier auflösen. Also ein Teil erstmal raus. Oder vielleicht hier auch nochmal in dem Bereich da halt mal gucken. Ich glaube jetzt nicht, dass da die nächste halbe Stunde großartig was anbrennt, bis zur Kassaeröffnung. Von daher lasse ich das jetzt erstmal so. Aber wie gesagt, man hätte auch jetzt hier einfach an der Stelle einfach mal einen Teil rausnehmen können und dann als auch oben wieder eindecken und so kriegt man das ganz gut hin mit skalierten Positionen, vor allen Dingen, wenn irgendwie die Richtung nicht so ganz klar ist. Aber trotzdem, was der DAX hier macht, das grenzt schon so ein bisschen an Zauberei jetzt langsam. Ne? Also es ist bescheuert. Sorry, also, aber das ist halt echt. Wie soll man so einen Schwachsinn halt noch handeln? So, wenn ich hier mal kurz ausfallen werde, ja. Aber was ist das denn für ein Bild? Ernsthaft. Das braucht irgendwie kein Mensch, ne? Also hier dieses, fehlen mir schon fast wieder die Worte, hat hier wirklich dann oben diese fast Umkehr schon, die wir haben, dann sogar die Fortsetzung, strandet hier im Nirvana und setzt, baut die Fortsetzung wieder um. Jetzt rennen wir schon wieder da oben rein. Das ist ja noch nicht mal wirklich seitwärts sauber. Das ist, ich weiß gar nicht, was das ist. Aber gut, ich darf mich nicht beschweren. Der hat mir schöne Punkte eingebracht, gestern vor allen Dingen. Und heute war auch okay. Von daher, gut, ich sehe es ihm mal nach. Also, ich gehe jetzt nochmal auf den DAU zuallererst nochmal, um da halt mal jetzt kurz das Tagesding halt da fertig zu besprechen und dann halt nochmal den DAX. Und dann gucke ich mir gleich nochmal den Trade dann halt auch an. Also, DAU. Ne? So, also, was wir hier halt haben, nochmal, das ist halt einmal das Gap, aber vor allen Dingen halt hier das bärische Engulfing. Und das ist so ein Ding. Ne? Also, es ist ja wirklich hier komplett die 2 Tage oder nicht nur zwei, sondern halt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tage in einem Rutsch eliminiert. Und das ist natürlich schon eine Kampfansage. Ne? Das ist nichts, was jetzt eben mal dann, wo man sagt, ja gut, kaufen wir wieder zurück. Da wäre ich schwer vorsichtig damit. Ne? Also, dass wir den Punkt hier, dass der nochmal reagiert, die 28.123 etwa ist das, das ist okay. Das heißt aber nicht, dass es dabei bleibt. Also, ich gehe eigentlich schon davon aus, dass wir halt, dass er hier noch ein bisschen Quatsch macht, gleich zur Kassaeröffnung und dabei wir das dann da unten nochmal sehen. Und dann kann es einfach sein, dass die Geschichte halt auch bricht. So, und wenn sie das tut, dann haben wir ein Problem, weil dann kann es nämlich schlichtweg sein, dass wir hier wirklich eine zweite Welle kriegen, die richtig runtergeht nochmal. Weil unverkennbar ist ja halt einfach hier, das Ganze mal ein bisschen zu raffen, da fing es halt an. Ne? So, jetzt kann das halt hier natürlich fake gewesen sein. Generell war ja keiner sonderlich begeistert, da oben halt noch weiter zu kaufen. Und die Reaktion sieht entsprechend aus. Das waren gestern hier mal schlappe 1000 Punkte und das ist ja nicht nix, ne? Und deswegen muss man da halt schon da genau hingucken und darf da nicht einfach so nach dem Motto, ach, das steigt schon wieder. Ich wäre da vorsichtig. Also wenn die Geschichte hier fortsetzt, und mal angenommen, wir hängen da oben nochmal so eine Kerze als Beispiel dran. Ich meine, wir haben jetzt den Tier gestartet, mal angenommen, der Tag endet so. Ich glaube, dann ist schon, wäre es schon deutlicher, ne? Was, dass das Ganze halt ins Auge gehen kann. Und dann auch hier, klar, da wird es halt überall nochmal bremsen, wenn es das, wie gesagt, so macht. Aber die Chance ist schon groß, weil das halt eben der Anfang von der ganzen Bewegung war, dass wir dann halt auch nochmal richtig deutlich nach unten korrigieren. Es ist nicht von der Hand zu weisen. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber schön ist anders, ne? Also 1000 Punkte Gegenbewegung. Hier hatten wir auch mal so eine Nummer, ne?
auch nicht so ohne. Die hat er zwar nochmal gekauft, hat aber auch entsprechend ewig gedauert. Und aber das hier ist halt wirklich kurz vor Absturzbeginn, ne? Also das Maximum. Und dann, das Problem ist ja immer, man weiß ja nicht, was die Marktteilnehmer, die so ein Bild gemacht haben, vorhaben. Und wenn die das als Gelegenheit nutzen und sagen, yippie, wir kriegen ja nochmal den gleichen Kurs und dann schmeißen wir die restlichen 50% von unseren Aktien, die wir da hatten, einfach nochmal raus. Ne? Und ach, der DAX. Und das kann natürlich halt einfach sein, das weiß man halt nicht, ne? Aber das ist schlicht und ergreifend möglich und das sollte man schon auf dem Schirm haben. Ne? So, dann gehen wir mal zum DAX. Also die Frage war ja, beziehungsweise gestern das große Thema war ja vor allen Dingen die 26, Quatsch, die 329. Also irgendwie geht er mir heute auf den Keks hier. Also mal gucken, wo will der denn hier noch hin? Jetzt bis um halb. Also eigentlich bis um halb doch nicht mehr wirklich irgendwo. Aber die kaufen das Ding schon wieder da oben an die 80. Ich glaube, da ist auch irgendwie ein EMA 200 im H1 oder irgend sowas. So etwas, womit ich ja überhaupt nichts am Hut habe. Aber ist mir natürlich auch aufgefallen, ich kann den mal kurz hier reinmachen, dass der da vorhin ewig dran geklebt hat. Und so. So, Quatsch. Moving Average. Ja, man sieht, ne, ich verwende sowas extrem oft. Nämlich gar nicht. Also, aber nur um es mal kurz zu verdeutlichen, weil mein Problem damit ist einfach, ich kann da nichts ableiten davon, dass da irgendwie, kann da nicht erkennen, dass der Markt da irgendwas anders macht. Ja, ne? Das ist halt genau das Teil hier. Weil drüber, drunter, höher, doch nicht drüber, jetzt wieder dran. Ja. Wie gesagt, das ist nicht mein Ding. Okay. So, also die 329 hatte ich gestern deutlichst thematisiert. Das war eigentlich meine einzige relevante Marke für den ganzen Tag. Und natürlich, hatte ich ja auch angesagt, da oben, die, was ist denn das, 452. So, sonst hatte ich nichts gestern. Habe halt gesagt, achte genau drauf, was bei der 329 los ist. Da wird Volumen kommen. Die Richtung weiß ich nicht, sehe ich dann, wenn es soweit ist. Aber die war deutlich. Das war 9 Uhr. Punkt auf 329. Knallt das Ding halt entsprechend 130 Punkte nach oben am Stück. Hier oben war das Gap, das Corona-Gap. Das hat er mal kurz angetestet. Das werde ich gleich im Daily auch nochmal zeigen. Und entsprechend halt auch im H1 dann später in Rot markiert. Und dann auch sauber wieder runtergelaufen. Da hatte ich ja auch noch geschrieben, so von mir aus können wir wieder auf 329. Das hat er dann auch gemacht. Auch hier die Etappe mit der 370. Die konnten man auch noch sehr gut greifen. So, und kaum schließt er drunter, siehe da, wieder 329. Auf den Tick genau. Was passiert? Knallt die Bude nach unten. Und zwar richtig heftig. Ne? So, und deswegen war mir die Marke halt wichtig. Und wie gesagt, für die, die es halt nicht kennen, ich habe die schon vor 4 Wochen, glaube ich, thematisiert, dass wir da eigentlich nochmal hin müssen. Und entsprechend halt gestern Morgen oder vorgestern Abend halt auch nochmal geschrieben, achtet da drauf. Alles andere ist wirklich egal. Und ich weiß nicht, was halt dahinter steckt, hinter dieser 329, aber das ist halt eine spezielle Sammlung von Marken, die ich beobachte, die schon seit ein paar Jahren und jedes Mal kommt da monströses Volumen auf. Jedes einzelne Mal. Und zwar auf den Tick. Und deswegen, solange das so ist und solange ich das beobachte, kann man das einfach nicht ignorieren. Ne? Wie gesagt, eine Richtung sieht man hier ist nicht so einfach. Man muss dann wirklich, wenn man dann sieht, da, es knallt nach oben, bloß nicht dagegen halten. Einfach mitgehen, laufen lassen, gucken, wo ist der nächste Punkt da oben am Gap. Und umgekehrt genauso einfach nicht dagegen halten, sondern lieber mittreiben lassen, solange es der Markt halt entsprechend macht. So, und da ist aber jetzt halt die Frage, also hier kann ich jetzt ne, im H1, ich meine, möglich ist alles, also wobei es eigentlich unnötig ist, ne, dass der halt nochmal dahin läuft. Warum? Weil, wenn man sich das mal oben anguckt, wir haben ja halt eine Bewegung da oben und wir haben ja auch schon hier den Backtest da dran. Das hier war halt
ist halt auch eigentlich eine klassische Paritätsumkehr an der Stelle hier, weil wir halt einmal hier die Tiefs haben, die supported haben, dann ist das Ding verkauft worden. Also wenn er es übertreiben würde, dann müsste nicht die 329 nochmal kommen, sondern dann würde eher die 300 dann auch reichen, ne? Weil hier halt so die letzten Supports waren, aber auch das muss nicht sein. Eigentlich reicht auch alles hier in dem Bereich, ne? Deswegen hatte ich ja vorhin halt hier nochmal die 180 markiert, also alles ab da nach oben muss echt nicht unbedingt sein, ne? Also möglich ist alles, aber das wäre jetzt nicht so ein Ding, wo ich sage, da müssen wir nochmal hin. So wie es halt vorher war mit der 329, da habe ich ja die ganze Zeit gesagt, da müssen wir eigentlich nochmal hin, weil es gibt kein Bild. Und das ist jetzt aber eigentlich dann halt auch erledigt. So, und im DAX, boah, ich rede heute ganz schön lange, ne, habe ich das Gefühl, im DAX da auch mal auf den Daily einzugehen. Wie sieht der denn hier aus? Ich habe eine schräge Linie, muss schnell wegmachen. Nachher sagt mal einer, ich würde schräge Linien malen. Lässt sich gar nicht wegmachen. Na egal. Also, ne, hier haben wir halt auch das Gap, also die 455 oder 452, da kommt es jetzt nicht auf 2 Punkte an. Die hat er gestern sauber abgeholt. Auch hier, ach, da ist kein Live-Chart drauf. Okay, deswegen stimmt das hier nicht so ganz mit dem überein, was im Live-Chart drin ist, aber egal. So, nichtsdestotrotz haben wir hier halt auch sauber das Gap da oben halt angelaufen. Die hier kann man sich eigentlich, so lässt er mich keine Linien hier wegmachen. Ist das doch? Es kann sein, dass irgendwelche Reste sind, die hier drin sind. Ich gucke, ob ich die zu greifen kriege. Ich glaube es fast nicht. Ah doch, geht. So, die brauchen wir nicht. Und die brauchen wir auch nicht. Alright. Nochmal. Also, wir sind oben ans Gap drangelaufen. Hier ist diese Paritätsumkehrlinie, die 891 etwa. Da waren wir noch nicht ganz dran. Das Problem oder der Unterschied vom Dow zum DAX ist halt der, der DAX hat eigentlich zwar gestern auch, ne, eine deutliche Abwärtsbewegung gemacht. Vielleicht läuft er heute auch so deswegen so komisch. Aber es war im Endeffekt nur ein Innenstab von dem Ausbruch halt. Ne. Und das ist, wenn es unten ankommt, eigentlich natürlich tendenziell erstmal long. Aber ist halt dann so ein bisschen konträr zu dem, was der Dow da halt fabriziert hat. Und weil der Dow hat eigentlich eine klare Umkehr gebaut, also beziehungsweise eine Umkehr gebaut im H1 plus Engulfing im Tageschart. Und der ist da halt eigentlich, sollte eigentlich deutlicher auf, ja, halt dann entsprechend halt nach unten reagieren, als der DAX das jetzt halt irgendwie gerade macht. Und vielleicht ist das so ein bisschen das Problem, weil das hier halt so gerade noch gegeneinander läuft, ne? Also, Entschuldigung, dass halt einfach der H1 da gerade so mega uneinheitlich ist. Weil halt eben der Daily, da ist halt noch nichts passiert. Da wäre erst dann was passiert, wenn wir unter entsprechend hier der Tageskerze da halt schließen. Also wenn wir hier unter 987 sind wir dann wieder, ne? Ganz genau an dem Punkt, wo ich vorhin auch noch gesagt habe, was es mit dem auf sich hat. Also schließen wir unter 980 als Beispiel oder genauer 986 und dann löst das Ding auch nach unten auf. Da würde ich drauf wetten. Und das versucht er natürlich zu vermeiden, aber sollte es so sein, dann kann es sein, dass wir eine Runde rutschen. Ich weiß zwar jetzt nicht, was diese blaue Linie hier macht, aber würde ich die jetzt zeichnen, um halt mal einen anderen Ansatz, da halt auch, wie ich es früher öfters mal gemacht habe, auch mal zu zeigen, da sieht man halt auch entsprechend, ne, wir haben hier, da geht es mir weniger um die Auflagepunkte, sondern mir geht es eher darum, was das wird. Und da wäre halt eigentlich typisch, wenn wir jetzt halt hier entsprechend die Geschichte hier brechen und dann halt bei der 986 da unten rauskommen, dann dürfte es wohl so sein, dass wir entsprechend hier auf Anfang auch nochmal landen. Und dann sind wir bei 12.200 etwa. Das wäre halt so dann das Ziel dessen, wenn es da oben halt bricht, also so die erste Anlaufstelle. 12.410. War jetzt hier nicht eingezeichnet von meiner Seite sowieso. Das wäre die nächstgrößere Volumenmarke. 12.113
dann direkt die dahinter. Und insofern würde das halt passen, sogar wenn man das macht, also wenn er das jetzt irgendwie angehen sollte. Wie gesagt, das ist halt der Trigger, den muss man natürlich dann entsprechend halt haben. Also ich sage jetzt nicht, ist auf jeden Fall so, sondern ich sage immer, wenn dann. Ne? Also es gibt kein auf jeden Fall, sondern immer, es muss immer ein Trigger her, weil dem Markt ist total egal, was ich sage. Aber ich versuche halt entsprechend das zu verstehen, was der Markt halt sagt. So. Und das heißt, die beiden Punkte, mal gucken, ob wir den auch noch irgendwo zusammenkriegen. 410. Das wäre halt auch ein Punkt, an dem immer wieder viel Volumen war. Da sieht man auch hier so, war nochmal so ein Support drauf. Also, das wären die nächsten Anlaufstellen. Sollten wir hier unten drunter schließen, nochmal ganz deutlich, unter der 986 gehe ich davon aus, dass wir als nächstes 410 sehen. Also, dieses Gebilde hier brechen und dann halt mit Übertreibung wahrscheinlich auch noch sogar die 12.113. Das wäre so das Szenario dafür. Und man wird es halt leider erst heute Abend sehen. Und hier ist jetzt auch großartig nichts mehr zu reißen. Also wir haben ja eh gleich die Eröffnung. Ich gehe mal noch optimistisch davon aus, dass ich den hier noch vernünftig rauskriege. Und ansonsten würde ich den auch nochmal höher ansetzen. Aber wie gesagt, mehr als das, was ich halt vorhin ja auch gezeigt habe, hier würde ich da jetzt tatsächlich nicht erwarten. Also hier 140 habe ich noch irgendwie in Rot markiert. Das ist oben so die Zone, die eigentlich für heute ausreichen müsste. Ich kann die mal hier noch kurz einzeichnen, damit man das ein bisschen besser erkennt. So, aber das hier ist für mich klar. Erstmal Feierabend für heute. Da sollte nicht so ohne weiteres der Markt drüber spazieren. Da soll es auf jeden Fall irgendwie was geben. Okay, so, mal gucken, ob ihr noch Fragen habt. Ja, hier sind noch die Erklärungen zu, was ich mit der Stunde mache. Ich fand, ich springe die Stunde um, fand ich, klingt irgendwie spektakulärer. Nennt man das? Etwas bitte. Das etwas rot-blaue Trendkerzen zeichnet. Habe ich jetzt hier gar nicht. Also, lieber Sebastian, da vielleicht nochmal irgendwie. Also, automatische Trendeinzeichnung habe ich hier nicht. Haben wir aber generell. Es gibt das MTO und Live. Signal, das macht ja auch die Trenderkennung. Und ach so, im M1, jetzt weiß ich, was du meinst. Das hier, ne? Den Hintergrund, das ist ein X-Frame. Damit kann man einfach Timeframes übereinander blenden. Ne, das hat mit Trend nichts zu tun, sondern ich habe jetzt halt hier als Beispiel den M5. Stellt da unten 3 Bars und dann habe ich da entsprechend halt 3x5, also den M15. Über dem M5 dann halt liegen. Ne? Und so kann ich mir halt mehrere Timeframes, boah, ich habe einen Sprachfehler, mehrere Timeframes da halt gleichzeitig anzeigen. So, mehr weiß ich jetzt auch im Moment nicht. Also Live-Trading, der abgeschlossene Trade, irgendwie 30 Punkte, das ist okay. Und alles andere wird man jetzt halt einfach wirklich heute sehen müssen. Also es kann halt wirklich noch ein bisschen übel werden. Und ach, wo ist denn mein Kamerabild? Das kann jetzt nicht sein. Gibt kein Kamerabild. Muss ich wieder zurückgehen hier auf die Kleine. Was ist denn hier los mit der Technik? Das ist unglaublich. So, dann muss ich das unten aus der kleinen Ecke rausmachen. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Was habe ich gesagt? Ach so, genau. Kann halt noch ein bisschen übel werden. Ne? Sollte man sich vielleicht ein bisschen drauf einstellen, wenn man jetzt als Beispiel irgendwie Short will. Und da nicht irgendwie blind dagegen halten, sondern dann schon irgendwie gucken, abwarten, wann ist irgendwie überhaupt Verkaufsdruck halt da und sich dann auch klar seine Grenzen dann halt auch setzen. Ne? Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht kann ja der eine oder andere irgendwie, konnte es ja seinen Handelsansatz irgendwie ergänzen oder vielleicht auch irgendwie was mitnehmen. Und auch wenn es jetzt heute wie erwartet auch nicht ganz so einfach läuft, aber vom Prinzip her eigentlich dennoch okay. Also jetzt rein in Punkten mal gemessen, ne, ist der DAX gerade genauso weit jetzt hinten, wie der Dow vorhin vorne war. Aber das wird schon irgendwie alles funktionieren, gehe ich mal von aus. So, mein lieber Wolfgang, du hast das letzte Wort. Tja.
Ja. Ja, ich sag mal Ja. Dankeschön an der Stelle, ne? Ja. Dirk, ich danke dir, dass du die Zeit überbrückt hast, wo ich hätte Na Fragen klar. beantworten sollen. Na, auch vielen Dank an die Teilnehmer, die ja heute recht zahlreich waren, muss ich sagen. Ja, wenn es bezüglich FX-Flat Fragen gibt, bin ich gerne bereit, alles zu beantworten. Ansonsten wünsche ich allen Teilnehmern ja, viel Erfolg noch am heutigen Handelstag und passen Sie auf Ihre Positionen auf.